Jeder Mensch hat Probleme, Frau, Mann. Aber was kann dein Training dafür? Was spricht dagegen, dass du nicht trainieren sollst? Warum? Jetzt gehst du nicht trainieren. Hast du dein Problem gelöst? Also müsst ihr hier oben stabil sein. Stabilität ist die höchste Waffe. Aber sobald ihr ein Problem habt, ja, Training kann ich, mein Kopf ist voll. Warum? Wenn du das bist, kommst du nie vorwärts. Männer haben eine Freundin, dann verlässt sie ihn, dann wird sie depressiv, Depressionen, Alkohol, Drogen, was weiß ich. Wieso, Mann? Schäm dich, Alter, bist du kein Mann? Sport. Generell, egal was es ist, ob Fitness, Sport, Bodybuilding, egal was du machst, ist die beste Therapie. Und dann schaue ich die ganzen Leute an. 90% depressiv, stinkfaul. Du bist das Wunder. Du bist die Mentalität, du bist Power. Die Stabilität kriegst du durch deine eigene Erziehung. Und das, ihr müsst endlich aufhören, über Sachen euch Gedanken zu machen, was sinnlos ist. Training ist das oberste Gebot. Vom Training kommt nichts Falsches. Trainier einfach hart. Tu dich therapieren. Lerne Respekt, lerne Disziplin. Lerne Ehrgeiz, Ausdauer. Und das sind wichtige Punkte. Asozial kann jeder sein. Rumalbe, rumblöden, sinnlos umeinander herlaufen, sinnlose Sachen machen kann jeder Idiot. Die wichtigste Kunst im Leben, du musst als Mensch stabil dastehen. Saufen, was bringt dir das Scheiß Saufen? Dann 20 Stunden, seit 10 Stunden Shisha-Kaffees, was bringt dir das? Was bringt dir das? Opfer doch von diesen scheiß 10 Stunden, 2 Stunden für deinen Sport oder eine Stunde. Was ist euer Problem? Was stimmt mit euch nicht? Ich wünsche euch einen schönen Abend.